Willkommen zurück auf dem Schlachtfeld, liebe Leute. Ja, General. Command and Conquer Generals. Wir haben hier eine momentan ziemlich verfahrene Situation. Denn uns geht das Geld aus. Und das ist scheiße. Für die Ehre Chinas. Und ja. Was kann man da groß machen? Säurepanzer, wir haben Artillerie. Moment, ich hab eine Idee. Ja, General. Stillgestanden. Verstanden. Die Infanterie kann erstmal darüber, ja, bringt nicht viel. Ziemlich enger Zeitplan. Ich würde sagen, die Jungs. China war sehr großzügig. Warten wir das nächste gegnerische Squad ab. Und los. Sehen wir mal nach. Ein guter Anfang. Zack, 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 zack. Sieht gut aus. Right here. Da kommen sie nämlich schon. Und weiter, 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 weiter. Dafür seid ihr da, verteidigt. Und du baust dort kann ich nicht bauen. Das dahin. Faustmaus einsatzbereit. Ausgezeichnet. Artilleriebeschuss auf das, das dürfte das fertig machen. Einheit verloren. Verderben den Feinden Chinas. China braucht uns. So schnell kann man seine Panzersquad verlieren. Wo geht's zur Schlacht? Für die Ehre Chinas. Fahr. Ja, wir haben große Pläne. Defensivturm bauen. Deploy. Shit. Hat nicht gereicht. Faustmaus einsatzbereit. Überfahren. Wo geht's zur Schlacht? Marschbefehl bestätigt. Genau, so mag ich das. So mag ich das, so will ich das. Wir sind ziemlich beschäftigt. Yes, so leicht haben wir diese Taktik. Die taktische Situation wieder im Griff. Lasst uns bauen. Wir brauchen noch mehr Atomreaktoren. Wir haben große Pläne. Zwei Defensivtürme dürften hier oben erstmal reichen. Feindliche Panzer. Ich würde sagen, Reservetruppen sind keine reingekommen. Nein. Wie viel Geld ist denn überhaupt in dem Lager hier? Oh, 27.000. Ah doch, da sind sie. Warten auf Befehle. Verstanden. Okay, nachdenken. Voll mit Feinden. Feinde. Wie gesagt, mit der Infanterie kann ich nicht viel anfangen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das alles voll mit Feinden ist, dann bauen wir Flammenpanzer. Mit Flammenpanzern dürften wir eigentlich eine ziemlich gute Chance haben, das Ganze hier recht fix hinter uns zu bringen. Faustmaus einsatzbereit. Okay. Lasst uns bauen. Ich wollte gerade sagen, dann bauen wir mal lieber noch einen dritten Turm. Das sieht mir nämlich so aus, als ob die Stress suchen. Mann, ist das heiß hier drin. Right here. Wir haben große Pläne. So, vor allem das Schlimme ist, ich kann jetzt noch nicht mal die Hacker einsetzen, weil die Hacker von den Chinesen, die sind nämlich wirklich 1A, also wirklich. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, die werden Stress wollen. So, die Defensive steht. Oder wird gerade zumindest perfektioniert. Die Volksarmee. Stillgestand unterwegs, General. Infanterie bewegt mal euren Arsch aus dem Weg. Euch braucht nämlich kein Schwein. Wir werden im Wohlstand leben. Weiteres Kraftwerk brauche ich gerade nicht.
Damit dürfte ich die Feinde erstmal eine Weile abhalten. Und aus irgendeinem Grund bricht gerade die Framerate ein. Wow, der Panzer bewegt sich zeitlos. Spannend. Ist das da ein Mini? Ein Smart? Meine Güte. Ich wollte gerade sagen, fürchterlich, mein Gott. Was? Das Gebäude ist fertig. Ja und? Wir nehmen die Fähre? Okay. Nee, für die Fähre habe ich jetzt keine Verwendung. Langsam vorrücken. Gut, wir fahren. Zündung! Fackeln wir den ganzen Scheißladen ab. Zündung! Ausgezeichnet. Fahren wir näher ran. Mit Flammenpanzern ist doch alles so viel leichter. Einheit verloren. Warum ist denn der jetzt explodiert? Ich würde sagen, da auch noch hin. Zündung. Feuer! Langsam vorrücken. Macht nichts, mit zwei Panzern kann ich auch noch Schaden anrichten. Brennstofftanks versiegelt. Drachenpanzer. Ich würde sagen, fackelt gar nicht lange, Leute. Fackelt alles ab. Überprüft. Zündung. Systeme bereit. Wir sind unterwegs. Wählen wir die Mistkerne. Gasdruck überprüft. Fackelt sie ab. Einmal alles schön in Rauch aufgehen lassen. Fackeln wir sie ab. Machen wir es. Einheit verloren. Oh, komm, das war jetzt billig. Da kommt ein Schwarm an Leuten. Ich baue für China. Gute Entscheidung. Da kommt ein dicker Schwarm an Leuten. Ich hoffe, die Miniguns sind poliert. Aber die Technik ist gut. Nur die Panzerzahl muss, glaube ich, höher sein. Und da kommen sie, da kommen sie. Feuer frei! Ach du Scheiße, wie viele. Feuer! Oh shit, oh shit. Das ist, glaube ich, gerade die gesamte IBG-Armee, die sich da drin versteckt hatte. Ah. Ihr Kacknasen hier. Okay. Ich baue für China. Das ist sehr schön. Bau mal für China. Aber als allererstes brauchst du den Atomkraftwerk und zwar genau da. 4. Machen wir erstmal die 4. Die 4 dürften auch passen. Ach, wie niedlich der Säurewagen, der da immer ankommt. Ich glaube, ich werde die Sekundärmission jetzt zur Seite lassen, einfach nur damit ich jetzt so schnell wie möglich die Mission hier zu Ende bringen kann, indem ich die Flammenpanzer losschicke. Dadurch, dass ich nämlich alles abgefackelt habe, dürfte nämlich jetzt der Selbstmordbomber-Bonus verschwunden sein. Fackelt sie ab. Genau, fackelt sie alle ab. Stupid Humans. Burn. Langsam vor. Moment, was kommt hier oben? Ach, Infanterie. Systeme bereit. Und ich dachte schon für einen Moment. Ihr sollt brennen. Ich würde sagen, alles abfackeln. Wir sind unterwegs. Fackeln wir sie ab.
Spürt das Läuterfeuer. Einmal hiervon noch was. Die Infanterie muss wegbrennen. Ich wollte gerade sagen, hier ist glaube ich ein Hort. Ja, ohne Garage. Einmal draufhalten. So einfach säubert man Scheiß Hongkong von verdammten Terroristen. Ich hoffe, das ist denen eine Lehre. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne Feedback geben. Die nächste Mission kommt nämlich. Und dann wird der Spaß wahrscheinlich noch schlimmer als vorher. Aber das ist ja auch Sinn der Sache. Obwohl, eigentlich nicht. Wir müssen die Welt retten. Bis zum nächsten Part. Ciao.